Und weiter geht's hier, ihr Lieben, mit einem neuen Video in Russian Fishing 4. Und wir sind mal wieder hier in einer wunderschönen alten Festung. Und hier geht's erstmal an einen der wichtigsten Spots, der immer wieder funktioniert und der richtig ergiebig ist. Also, Attacke, ran hier ans Wasser. Und wo geht es hin? Altbekannt und immer wieder bewährt, der gute alte Aalspot, Alden. Ich bin schon dran vorbeigerannt hier. Der gute alte Aalspot. So, wenn der olle Aal nicht lüppt, muss ja irgendwo anders die Kohle reinkommen. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat, auf Brassen zu angeln, weil man die Futtermische und weiß der Geier was nicht geskillt hat, weil man die Köderbeschaffung nicht geskillt hat, was auch gut ist unter Level 20. Meiner Meinung nach würde ich sagen, ab Level 20 plus erst so langsam anfangen damit, weil die ganze Kohle braucht man vorher fürs Equipment. Dann kann man aber auch immerhin noch hier an der Stelle schön entspannt mit einem fetten Tauwurm, und den kann man sich kaufen, einfach hier angeln. So, sollen wir klippen? Ja, komm, Alter, wir klippen mal eine Runde. Soll ich mal... Machen wir mal 9 Meter? 9 Meter? Ist schon fast zu weit. 7, 8 Meter, Alden. Ihr wollt doch den Clip. 8 Meter. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie stehen alle auf den Clip. So, rausgeschmissen. Wie haben wir das ganze Setup hier zusammengebaut? Also, das ist ein Setup, beziehungsweise das ist jetzt hier eine Stelle und das sind gerade auch mit diesem Tauwurm. Tauwurm, einer der geilsten Köder für ganz, ganz viele Fische. Richtig reizend, dieser fette, feiste Wurm, Alden. Also, dieses Setup ist jetzt hier aufgebaut mit einer Tragfähigkeit von 9,8 Kilo. 9,8 Kilo. Ist nicht direkt geeignet für Level 12. Wird äußerst schwierig mit Level 12 direkt sich ein Setup zusammen zu sparen, was 9,8 Kilo rauszieht bzw. bremst oder hält. Was man allerdings machen kann, man kann hier auch mit viel leichterem Setup angeln. Wichtig dann, wenn man so 3-4 Kilo nur hat, in diese Richtung, da oben zur Brücke, da müssen wir hin. Das heißt, wenn wir da zur Brücke gucken und die Routen so zur Brücke, von mir aus hier nochmal ein bisschen steiler, so hier stehen haben, dann ist das nicht ganz so gefährlich. Das heißt, der Fisch beißt, flieht ja vor der Route, da bimmelt es schon an der nächsten. Auf der 2 und auf der 3 bimmelt es gerade. Flieht. Also von hier aus. Hier hoch. Zur Brücke. Und kommt dann hier hinten an der Brücke nicht weiter. Das heißt, der rennt bis zur Brücke. Schwimmt. Und da beginnt dann halt der Drill, ne? Da beginnt der Drill. Das heißt, solange man ihn quasi hier im Drill hält, immer in Richtung der Brücke, die Route immer nach hier gezeigt, damit die Schnur dann gespannt ist zur Brücke und der haut immer ab, immer langsam drillen. Das wird dauern bei dicken Brocken, aber damit kann man halt ganz gut Kohle machen. Ich würde, glaube ich, nicht mit diesem ganz kleinen Set hier anfangen. Mit diesem ganz kleinen Sorento FD100Z würde ich hier, glaube ich, mich nicht hinstellen. Mit dem Karma Comfort Set kann man das schon mal machen. Ist zwar auch noch hart, aber da kommt man schon eher so in den Bereich, dass man sagt, ja, das macht auch Spaß. Man geht zwar hart in den Drill, aber man kann auch ein bisschen Spaß damit haben. Das ist da nicht so eine Qual. Guck mal hier, eine kleine Schleie. Ich habe jetzt hier heute noch gar nicht ausprobiert. Ich bin ganz gespannt, was jetzt hier geht. Ich rechne damit, dass hier Schleien gehen. Ich rechne, also fangen wir an mit den Fischen. Schleie, Karausche,
durchaus auch mal ein Giebel, aber seltener. Schuppenkarpfen durchaus möglich. Nachts natürlich gerne Aal, Schläfergrundel. Ab und zu mal eine Brasse. Quappe kann auch noch hier reinballern. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Haben wir noch was? Habe ich was vergessen? Sind das so die wichtigsten? Ich glaube, das sind die wichtigsten. Das sind so die wichtigsten Fische an dem Spot. Gerne auch bei Schleie und Karausche. Gerne auch mal als Trophy. Und das hier, wenn das jetzt so doll hier zuppelt, also diese Aktion hier in der Spitze. Bam, bam. Dieses Reinschlagen. Bam, da ballert das richtig rein. Das ist höchstwahrscheinlich jetzt ein Amur. Weißer Amur. Jetzt kommt die kurze Pause und jetzt, zack, zieht er gleich ab. Und jetzt zieht er ab. Das sieht man schon, ne? Zack. 3 Kilo Amur. 3 Kilo Amur. Oh boy. Ja, so ist es. So ist das. Also, deswegen, ich werfe immer schön nach da drüben hin. Die sollen nach da hinten abhauen. Ich stand hier auch zuletzt mit meinen Stippen. Also, wenn ihr Bock habt auf Stippen. Ich stand hier zuletzt mit einem Zweit-Account, schön mit der Stippe. Ich habe da ja jetzt mittlerweile zweimal die Stippe, wo ich eine fast 13 Kilo Schnur drauf habe. 12,7 trägt die, glaube ich. An der Stelle ein paar Mal Schnurbruch gehabt, weil trotz allem, also ich habe mit einem Viererhaken geangelt und es sind trotz allem auch da die ganz dicken wohl reingeballert. Keine Chance, das zu halten mit der Stippe. Das heißt, wenn ihr hier mit den ordentlich fetten Stippen unterwegs seid, Attacke, da geht was. Aber boah, 12, 13 Kilo ist, glaube ich, immer noch zu tricky. Da kommt man nicht so ganz auf den grünen Zweig, ey. Dafür ist dann zu viel Abriss. Wenn ihr Bock habt noch nebenbei auf Spinning, auch durchaus eine Möglichkeit. Ich liebe diese Stelle hier, das ist so gut, ne? Einfach mit dem Spinning, zack, hier auf dem Balken, Alden. Und dann kann man hier so rüber spinnen. Zack, hier in die Richtung. Zack, hier in die Richtung. Oder hier. Zack, in die Richtung. Oder bis hierhin, aber hier wird es schon tricky. Wenn ihr hier in Richtung, also in diese Richtung geht, hier oder hier. Und dann seid ihr vielleicht auf Hecht aus. Und der Hecht ist sehr dick und euer Setup kommt nicht klar. Dann haut der Hecht da ins Unendliche ab und könnte euch leer spulen. Von daher, aufpassen. Immer so schön in diese Richtung. Das ist einfach das Geile an dieser Stelle, gerade im Low-Level-Bereich. Die Fische, wenn sie zu fett sind, fliehen bis zur Brücke, kommen da nicht drunter und her. Und dann kann man sie schön müde drillen und kriegt dann hier auch mit einem kleinen 3-4 Kilo Setup, keine Ahnung, 10, 15 Kilo Amur oder was, kriegt man hier raus. Schafft man, ganz sicher. Man braucht halt ein bisschen Zeit und es braucht auch ein bisschen Geduld, aber es funktioniert. So, wir haben es jetzt 17 Uhr. Ich bimmel jetzt hier mal noch ein bisschen weiter und ziehe hier noch ein bisschen was raus. Und dann gucken wir gleich mal, was sich getan hat. Ich denke mal, dass jetzt gleich in den Abendstunden noch mal ein bisschen was los ist. In den Morgenstunden wird noch ein bisschen was los sein. Siehst du, da geht es auch schon direkt wieder los hier. Tauwurm, wie gesagt, richtig geil. Wenn ihr sparsam die Köderbeschaffung schon mal machen wollt, dann könnt ihr euch am Windenbach ein paar XP fürs Köderbeschaffen holen mit dem Herstellen von einer Kartoffel. Brotmasse ist als erstes, Köder, Kartoffel ist dann als nächstes bei der Köderbeschaffung. Und das ist halt relativ günstig. Man kann sehr, sehr viele Kartoffeln zum Beispiel schnell, günstig umwandeln als Köder. Und kann dann hier zum Beispiel auch die Kartoffel mit reinschmeißen. Vielleicht eine Rute mit Kartoffel, am besten die dickste mit Kartoffel. Und die anderen dann mit dem Tauwurm, die kleineren. Und dann Vollgas. Guck mal, hier bimmt es jetzt auch schon los. Hier ist auch noch was dran.
Also, ihr seht, es bimmelt und es klingelt an allen Ecken und Kanten. Es braucht allerdings auch immer wieder ein bisschen Zeit, bis die beißen. Wenn ihr Futtermische verwenden könnt oder schon so weit seid, dass ihr die verwenden könnt, ruhig einfach mal hier massiv auf Schleie gehen. Schleie reinballern, anfüttern auf Schleie und dann gib ihm. Ich hatte zuletzt hier an die Stelle geworfen, wo hier dieser kleine Knick ist. Und da ging das hier echt ganz gut ab. So, gucken wir mal, was sich jetzt hier noch an dem Haken zugange macht. Scheint ja wieder von der Aktion her tendenziell ein Amur zu sein. Bimmelt genauso schlimm im kleinen Bereich, bimmelt ja genauso schlimm wie so ein Rotauge. Jetzt müsste gleich die Aktion kommen, dass er reingeht. Zup, zup. Und jetzt müsste er eigentlich abziehen. Oder? Immer noch nicht. Die zuppeln halt ewig lang. Dann kommt eine Pause. Und auf einmal ziehen sie ab. Sehr nervig. Sehr nervig. Ihr müsst mal darauf achten. Vor Spaß. Wie viele Ingame-Stunden das sind. Wie lange so ein Fisch zuppelt. Einfach mal darauf achten. Beim ersten Bimmeln auf die Uhr gucken. Und beim nächsten Bimmeln einfach mal gucken. Jetzt. Jetzt geht er gleich ab. Zack. Fallbiss. Alter, jetzt geht's auf der 3 auch noch ab. Und hier auch. Schlecht in die falsche Richtung. Sofort rumziehen nach links hier. Oh, 2,5 sogar, nur ganz kleines Ding. Also, wenn ihr seht, dass die Schnur nach links abhaut, erstmal sofort hier rumziehen, die Rute. Dass der vielleicht noch hierhin dreht. Wenn ihr seht, er geht immer noch nicht in die Richtung. Die Schnur dreht immer noch nicht in diese nach rechts ab. Laufen. Sofort laufen. Bis hier vorne hin. Vielleicht sogar bis hierhin. Die ganze Zeit kurbeln, kurbeln, kurbeln. Und gucken und hier rüberziehen, dass die Schnur in die Richtung zeigt. Wenn er Amur hier in die Richtung zeigt und ihr habt zu kleines Setup für den Amur, wird's kritisch. Der kann euch locker leer spulen. Alter, jetzt hänge ich hier fest, ey. Kannst du nicht ausdenken. Jetzt bin ich wieder frei. Also, ganz wichtig, die Fischkontrolle immer üben. Und auch dafür ist das hier gar nicht verkehrt. Ruhig mit zu kleinem Equipment auf dicke Fische gehen. Manche schreien ja regelrecht danach und sagen, oh, ich will endlich mal was Fettes fangen, Alter. Also genau das Richtige für die dicke Fische haben wollen. Oder Rotaugen. Rotauge habe ich gerade gar nicht aufgezählt. Rotauge ist auch selten hier. Schleien. Giebel, Amure, Schuppenkarpfen. So. Rausziehen die Brocken. Ich probiere jetzt hier noch ein bisschen und dann gucken wir gleich mal, was das Ganze hier so gebracht hat. Alter, und dann ballert er wieder rein hier. So muss er doch sein. Boah. Nee, ne? So muss das sein. Schön rüberziehen. Schön rüberziehen hier. Oh, der hat Bock. Bremse langsam hochdrehen. Langsam hoch, Stückchen noch. Jawohl, so geil der hat. So geil der hat. Oh, 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 oh. Oh, der hat aber Bock. Bisschen hinterherziehen. Beim Laufen rechte Maustaste, das so hoch, so, ja. So, nun geht das. Und da seht ihr schon, der Fisch rennt hier bis zur Brücke und dann hängt er hier fest. So, langsam hinbewegen. Immer schön in den Drill. Bloß nicht die Spannung nachlassen. Und immer schön nach links ziehen, damit er nach rechts abhaut. Und ich glaube, so ein bisschen in der Spiegelung im Wasser sieht man hier schon, oder? Ne, doch nicht. Das war wohl ein Stein oder sowas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und da hat er sich gedreht. Da ist schon was zu sehen. Ich glaube, es ist ein Amur. Es war so ein bisschen silbrig. Wenn ich das richtig gesehen habe.
Aufpassen, nicht zu weit hochdrehen, natürlich die Bremse. Schön langsam rein. Und da ist er. Jawohl. Im Idealfall habt ihr natürlich schon im Low-Level-Bereich den Kescher. Ansonsten hier so an Land ziehen. Langsam rüberlaufen. Fertig. 8,157 Kilo. Und das Ganze hier auf einem Setup, was gerade mal 9,8 Kilo trägt. Dicken, fetten Viererhaken. Tauwurm drauf. So moke wie dat. Ihr könnt hier natürlich auch eine geflochtene Schnur nehmen und ein Vorfach, ein Fluorocarbon-Vorfach drauf. Geht natürlich genauso gut. Aber das war doch gar nicht so schlecht. So, weitermachen hier mit den Brocken. Also, schauen wir doch mal eben rein, was das Ganze denn jetzt hier so gebracht hat. Quappen waren einige dabei. Schuppenkarpfen, Jawolski ist gerade sogar einer reingekommen hier mit 3 Kilo. Die 18 Silber, die nehmen wir natürlich gerne direkt mit. Giebel war bisher nur einer dabei, Güster gar nicht, Rotauge nicht genug. Und 15 bzw. 33 Kilo weiße Amur hatte ich zum Glück auch nicht mit da dran. Von daher schauen wir da mal weiter, was hier so beim Fischmarkt geht. Und wenn wir hier mal schauen und nach Preisen sortieren. Ja, es waren jetzt hier 66 bzw. 70, 80, 90 Silber rund, kann das sein? 90 Silber rund, kann sich also ganz gut sehen lassen. Und wenn wir jetzt hier nochmal schauen, wie unterschiedlich die Fische sind, ist das hier zusätzlich nochmal ein Anreiz für alle, die Grundangeln pushen wollen. Denn je unterschiedlicher die Fische sind, die man fängt, desto eher gewinnt man auch an Erfahrungspunkten. Das heißt, jede Menge unterschiedliche Fische fangen, das ist ein Idealspot dafür. Guckt euch das an hier, von dem Amur zum Schuppenkarpfen, zur Schleie, zum Rotauge, Karausche, Schläfergrundel, ja selbst sogar ein Barsch war mit dabei, die Quappen waren mit dabei. Also jede Menge unterschiedliche Fische, die man hier fangen kann. Zusätzlich natürlich zu dem echt ganz gut verdienten Silber, was man hier machen kann. Ich würde sagen, raus mit den Ruten, zieht raus, was das Zeug hält. Wenn ihr mal Bock habt auf ein bisschen Frequenz, auf ein bisschen was anderes, als kontinuierlich auf Brassen oder sowas zu gehen, einfach mal was anderes angeln hier an der alten Festung. Und wenn hier ab und zu mal dann auch wieder nachts der Aal reinrasselt, an genau dieser Stelle, mit genau diesem Clip, dann macht das Ganze richtig Sinn. Petri, ihr Lieben, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen. Und bis zum nächsten Mal im Livestream oder hier im nächsten Video. Petri.